Neue Allzeithochs an den US-Börsen. Was macht der deutsche Markt? Mehr dazu in meinem heutigen Video. Ja, es ist Montag, der 15. Februar und heute schauen wir wieder gemeinsam auf den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX. Bevor es losgeht, allerdings noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Welche Termine stehen diese Woche auf dem Plan? Das ist natürlich der Feiertag heute in den USA. Dann morgen am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Am Mittwoch dann ein ganzer Zahlenreigen. Zum einen natürlich der geldpolitische Begleittext der EZB sowie aus den USA die Einzelhandelsumsätze, der Erzeugerpreisindex, die Einzelhandelsumsätze sowie der sicherlich wichtigste Termin in dieser Woche, das FOMC-Sitzungsprotokoll. Am Donnerstag dann das Sitzungsprotokoll der EZB sowie die Baugenehmigung aus den USA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philly Fed Herstellungsindex und wie üblich die Rohöl-Lagerbestände. Am Freitag dann noch aus Deutschland der Einkaufsmanager-Index und aus den USA der Verkauf bestehender US-Eigenheime. Und noch zum Schluss ein Termin in eigener Sache, und zwar am kommenden Freitag. Nein, sorry, Donnerstag ist es sogar schon. Ist es wieder soweit? Frag dich reich. Du hast Fragen zum Thema Trading, Investment oder grundsätzlich zum Thema Börse, dann lade ich dich ein, kostenlos mit dabei zu sein, und zwar am Donnerstag, den 18. Oktober um 17 Uhr. Hier kannst du alle deine Fragen stellen, anmelden für das kostenfreie Webinar. Kannst du einfach über meine Webseite mariolüdemann.com, dann hier einfach auf Aktuelles klicken und schon bist du auf der Webinar-Übersichtsseite, wo du dich registrieren kannst, hier einfach auf Platz sichern gehen. Wie gesagt, das Ganze ist kostenlos und du kannst hier alle deine Fragen zum Thema Börse, Trading und Investment stellen. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. Und wie schon in der letzten Woche angedeutet, ist der Markt auf dem Niveau von Allzeithochs. Und das ist die Erkenntnis der letzten Jahre immer wieder gewesen. Wenn wir auf Allzeithochs sind, dann kennt der Markt in der Regel nur eine Richtung. Und jedes Investment kann eigentlich am Ende des Tages immer nur heißen Buy the Dip. Das heißt, jeder Rückgang lohnt sich im Regelfall für den Einstieg bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwann nicht mehr klappt. Aber das ist eben der Punkt. In 90% der Fälle ist es einfach die beste Strategie. Wir sind auch in einer der besten Welten, in denen wir uns momentan befinden, trotz der vielen Unkenrufe im Markt, weil der Markt giert natürlich, das merkt man natürlich an verschiedenen Bereichen. Wir haben es ja auch thematisiert in den letzten Wochen immer wieder mal mit zum Beispiel der Aktie von GameStop, die mehrere 100% in wenigen Tagen gemacht hat. Das ist natürlich schon ein bisschen Euphorie und Gier im Markt auf jeden Fall, aber wenn wir genau auf den Markt schauen, sehen wir einfach, dass wir einfach auch in einem der schönsten Welten uns börsenmäßig befinden derzeit. Wir sind saisonal gesehen in einem positiven Markt. Umfeld, markttechnisch sowieso auch. Das Sechs-Phasen-Modell zeigt hier, wir sind gut aufgestellt. Auch die Volatilität geht immer weiter aus den Märkten heraus. Das heißt nicht unbedingt zu jedem Kurs nachspringen, sondern schon die 2-3 Tage immer warten, bis wir in eine Korrektur laufen, auch in den einzelnen Aktien. Aber wenn wir das schaffen, dann lohnt es sich natürlich auf jeden Fall. Denn wir sehen das ja auch innerhalb unseres Screening-Dienstes, die Titel, die von Allzeithoch zu Allzeithoch stürmen, auch viele Titel, die in der letzten Woche zweistellige Renditen gemacht haben. Und da frag dich einfach selber, hast auch du letzte Woche Aktien im Depot gehabt, die 10% und mehr gemacht haben? Wenn ja, top. Ansonsten, wie gesagt, schau dir einfach an, welche Aktien sind jetzt besonders stark, denn die sollte man auf jeden Fall im Depot haben. Wie geht es jetzt weiter im amerikanischen Markt? Wie gesagt, wir gehen hier derzeit tatsächlich von hoch zu hoch. Wir sehen, dass der Markt ist hier wirklich sehr schön nach oben gelaufen und jetzt hier wirklich auch heute wieder am Montag mit einem neuen Hoch. Was da ist, natürlich klar, kurz vor 11 sind die Umsätze natürlich noch sehr gering im S&P 500 Future. Nichtsdestotrotz läuft der Markt hier sauber nach oben und ich gehe auch davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen weiter nach oben laufen. Natürlich jetzt nachspringen ist immer schwierig, wenn man jetzt nicht dabei ist. Dann lieber warten, bis es eine kleine Korrektur gibt. Aber grundsätzlich haben wir einfach ein extrem positives Marktumfeld.
Umfeld. Und das sehen wir natürlich auch, wenn wir auf den Nasdaq-Index schauen. Auch hier ist es so, dass der Markt hier natürlich neue Hochs gemacht hat. Und wenn man sich das anschaut, auch hier im Prinzip genau dasselbe. Der Markt läuft einfach sehr, sehr schön nach oben, hat hier wirklich extremst gut eigentlich in den letzten Wochen performt, auch seit Jahresanfang. Hier gab es dann hier dieses Doppeltief. Wir haben es beim letzten Mal thematisiert und dann hier am Ende des Tages ging es dann einfach immer weiter nach oben. Und das sehen wir, wie gesagt, in ganz, ganz vielen Titeln unseres Screening-Dienstes auch. Also von daher, schaut einfach mal, welche Aktien derzeit besonders stark sind. Wenn du wissen möchtest, welche Titel wir innerhalb des Screening-Dienstes nutzen und du warst noch nicht Abonnent bei uns, kannst du das Ganze natürlich auch einmal für 1 Euro einen ganzen Monat testen. Ich verlinke dir dazu das Ganze dann auch noch hier in diesem Video. Wie geht es jetzt weiter? Auch hier beim Nasdaq, wie gesagt, dasselbe, was ich für den S&P gesagt habe, gilt natürlich auch hier für den Nasdaq-Index. Es sieht alles gut aus. Nichtsdestotrotz kann es natürlich jeden Tag mal zu einer Korrektur kommen. Deswegen sucht euch entsprechende Titel aus, die ihr im Idealfall aus der Korrektur heraus handeln könnt. Das ist mein Vorgehen immer wieder. Der einzige Markt, der hier etwas schwächer unterwegs ist, das ist der deutsche Markt, der sich zwar auch hier diese Rallye sehr schön mitgemacht hat, 1000 Punkte nach oben gelaufen innerhalb dieser wenigen Handelstage, jetzt allerdings noch kein neues Hoch markiert, also deutlich schwächer als der S&P 500 und der Nasdaq. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum wir uns auch in den letzten 2 Wochen immer wieder mal den MDAX mit angeschaut haben, auch Titel aus dem MDAX hier mit hineingenommen haben, bei uns auch auf die Watchliste, weil dieser Markt einfach deutlich stärker ist. Ihr könnt es hier schon sehen, wir sind hier schon Anfang Februar auf neue Hochs gegangen und auch heute Vormittag wieder auf dem Weg nach oben. Und ich habe euch mal einen Kandidaten hier mitgebracht, die Shop Apotheke, die wir hier aufgenommen haben Anfang Februar in unseren Screening-Dienst als Watchlist-Kandidaten und seitdem hat die Aktie 24% plus gemacht. Das heißt also, durch eine gute Auswahl schafft ihr es einfach eine extremst gute Performance zu machen und das mit ganz, ganz wenigen Trades, egal ob ihr im Tages- oder Stundenchart eben handelt. Und das ist eben gerade jetzt die spannende Zeit, die ihr eben auch für euch, für euren Handel nutzen solltet. Und wie gesagt, es kommt hier gar nicht darauf an, immer Intraday mit dabei zu sein, sondern mit einfachen Strategien kann man das Ganze natürlich auch im Tages- oder Stundenchart umsetzen. Nochmal zurück auf den MDAX und da könnt ihr ganz gut sehen, auch hier hat es eine Konsolidierung in der letzten Woche gegeben, haben heute Morgen dann mit einem Gap aufgemacht. Also von daher, es sieht hier wirklich gut aus. Sollte der Markt hier schwächer gehen, dann wäre es natürlich wichtig, dass wir hier nicht mehr unter dieses Tief bei 32.000 fallen. Bis dahin sind es allerdings noch 2,5%. Da ist also auch noch Luft. Das heißt auch hier, wenn ich jetzt an das Fazit so denke, der amerikanische Markt sieht sehr gut aus. Wenn man im deutschen Markt was machen möchte, dann auf jeden Fall eher im Nebenwertebereich, so wie wir das auch schon in den letzten 1 bis 2 Wochen gemacht haben. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Wir haben ganz, ganz viel Nachfrage in den letzten Wochen gehabt, vor allen Dingen nach kleines Konto, was ja im letzten Herbst gelaufen ist, ob wir das nicht nochmal wiederholen können. Und ja, wir werden es tatsächlich machen. Wir haben geschaut, ob wir das terminlich voreinander bekommen. Und wir werden starten am 23. März kleines Konto groß traden. Wenn du noch nicht dabei gewesen bist, was erwartet dich bei kleines Konto groß traden? Das ist eine 12-teilige Webinarreihe. Wir haben es also etwas verändert. Es war früher 10-teilig, jetzt ist es jetzt 12-teilig. Wir werden an 6 Abenden jeweils eine Doppelstunde machen. Wir werden den theoretischen Unterbau machen, nämlich wir werden auf die Probleme eingehen, die man als Trader im Regelfall tatsächlich hat. Wenn du zum Beispiel immer damit zu tun hast, dass du nicht genau weißt vom Timing her, wann sollst du einsteigen, welche Aktien sollst du handeln, mit welchem Setup möchtest du an den Markt gehen oder du hast immer das Problem, dass du vielleicht zu früh aussteigst oder zu viele Verluste hast, dann lernst du bei kleines Konto groß traden, wie du das Ganze vermeiden kannst. Das Ganze machen wir mit einem Live-Depot, auch immer 5.000 €, genau wie der Name schon sagt, kleines Konto groß traden. Ich habe dir hier auch einmal den Auszug vom letzten Mal auch mitgebracht, welche Aktien wir gehandelt haben. Du siehst hier, wir haben hier genau einen Monat live gehandelt, vom 4.11. bis zum
3.12. und innerhalb dieser 30 Tage auch wieder eine Performance von roundabout 8% eingefahren. Innerhalb eines Monats ohne entsprechende CFDs, außer hier beim Index, wo wir im Nasdaq drin waren. Ansonsten die einzelnen Aktien natürlich richtig ganz normal physisch gehandelt. Du könntest das natürlich auch als CFD handeln, ganz klar. Aber wir zeigen dir hier, wie ist der Unterbau, also die Dinge, die du als Trader häufig vor ein Problem stellen, die zeigen wir, wie du damit umgehen kannst, wie du diese Probleme lösen kannst, um auch erfolgreich die richtigen Aktien auf der einen Seite zu finden und dann natürlich, wie du das Ganze auch im Idealfall umsetzen kannst. Wenn du mehr Informationen dazu möchtest, dann einfach nur kurz auf meine Webseite mariolüdemann.com. Und dann einfach hier über Ausbildung, Trading und dann kleines Konto, groß traden. Da findest du nochmal alle Informationen für dich. Ich verlinke dir das Ganze aber auch nochmal hier an dieser Stelle. Ja, und das war es auch schon wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Börsenwoche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.